Im Münchner Norden steht das Hauptquartier der Initiative gegen digitale Gefahren, einer Spezialbehörde der Polizei, die gegen Computerspielekriminalität ermittelt. Von hier schwärmen täglich Fahnder aus, um die Straßen frei von Spielen zu halten. Die Redaktion hat eins der Profiteams bei seiner gefährlichen Arbeit begleitet. Mein Name ist Fabian Siegesmund, ich bin Spezialfahnder für Verstöße gegen das Computerspielverbot. Und mein Name ist Michael Graf, ich bin eigentlich dasselbe. Ja, es ist jetzt 10 vor 8. Um 8 geht Einsatzbesprechung los. So fängt bei uns jeder Tag an. Ja, dann wollen wir mal. Ja, böse Bumian, ne? Männer, wir haben Meldungen aus der Maxvorstadt. Da tauchen in letzter Zeit gehäuft Spiele auf. Vor allem Profiware. Graf, Siegesmund, habt ihr da mal ein Auge drauf? Ach ja, auf der Leopoldstraße ist heute eine Demonstration von Spielefreunden angekündigt. Da werden so zwischen 7 und 8 Leute erwartet. Und nun los, Männer! IDG 113, wir fahren jetzt auf Streife in die Maxvorstadt. Ende. Verstanden, 113, 217 in Maxvorstadt. Sag mal, die haben doch da neulich erst einen Spielerring hochgenommen. Kann doch nicht sein, dass die ja schon wieder zugange sind. Ja, aber mein Kollege hat mal wieder nicht gründlich genug. Aber da sind wir ja jetzt für da, so ein paar Quadrataugen ans Tageslicht zerren. Ach, ich gehe eigentlich schon jeden Tag gern wieder raus. Also klar, das ist ein harter Job, aber du machst ja im Endeffekt was gut ist. Das ist so wie Arzt oder Feuerwehrmann, da machst du was der Menschheit hilft. Und schon ein gutes Gefühl. Für mich ist das eine Frage des Vertrauens. Computerspiele sind nun mal verboten. Und das hat schon seinen Grund. Aber wer dem Staat da nicht vertraut, dem kann ich auch nicht vertrauen. 10 Uhr, ein Wohnblock in München Maxvorstadt. Die Spielecops haben einen Tipp bekommen. Ja, alles klar. Sauber. Ja, guten Tag, Sigismund, Graf, Spielekripo. Wir können jetzt mal reinkommen. Wo ist denn das Schlafzimmer? Ah, ich sehe schon. Wann? Ja? Ey, hier könnte auch mal wieder gelüftet werden, ey. Ja, in der Spielerbude immer zuerst ins Schlafzimmer. Ne? Also da findest du alles. Also als normaler Mensch versteht man ja gar nicht, wie die ticken. Also da steht PC, Kühlschrank, Bett, steht da alles nebeneinander. Ja, hier. Spielefan oder was? Nee. Ja, und was ist das hier? Das steht hier nur so rum, oder wieso? War schon in der Wohnung. Ja, klar, war nur in der Wohnung. Ja, ist logisch. Wissen wahrscheinlich auch gar nicht, was das ist, hä? Roboter oder sowas? Mein Freund, das ist Computerspiele-Symbolik. Das ist verboten. Ey, Sie haben PC? Nee. Und was ist das hier? Das kann PC oder was? Das ist nicht meiner. Ach so. Da ist der PC dann wieder eigen, hat einen Kumpel abgestellt für ein paar Tage. Spiele hat der Typ nicht, kennt er nicht. Wir hören das ständig. Aber wir müssen gar keine Spiele finden, um die dran zu kriegen. Man weiß dann schon, wo man suchen muss. Ach, und was ist das hier? Eigenbedarf. Oh, komm hier nicht mit Eigenbedarf, das sind mindestens 10 Rohlinge. Du brennst doch schwarz. Für wen brennst du? Für deine Freunde, für deine Mutter? Ich brenne überhaupt nichts. Oh ja, und was ist das hier? Kaffeeuntersetzer oder was? Hör mir zu, da kannst du im Knast deinen Kakao drauf abstellen. Da kannst du im Knast Frisbee mitspielen. Ja, im Knast? Da spielt der doch höchstens Häschen. Weißt du, was mich am meisten fertig macht? Die haben überhaupt kein Unrechtsbewusstsein. Die lachen noch über uns. Weißt du, die steckst du mittags in den Bau und abends spielen die wieder. Als wäre das ganz normal. Für die ist das ganz normal. 11.44 Uhr. Sigismund und Graf sticht ein verdächtiger Fußgänger ins Auge. Hey, warte mal, der da vorne. Fahr doch da mal bitte ran. Hä? Hey, stopp, Entschuldigung. Bleib noch mal stehen. Graf, von der Spielegrippe, wir fahren nach illegalem Spielebesitz. Nehmen Sie mal bitte den Rucksack ab. Wenn ich da jetzt reingucke, finde ich da irgendwelche Spiele? Nein. Ja, dann machen Sie mal auf. Ja, mach doch mal. Na los, hab ja nicht ewig Zeit. Was haben wir denn hier? Okay, ja, nee, sieht mir soweit in Ohren aus. Nee, lassen Sie gut sein, machen Sie zu. Ja, falscher Alarm. Nee, Moment, Junge, nicht so schnell. Irgendwas stinkt hier doch. Machen Sie doch mal Ihre Jacke auf. Nein, es ist nur meine Jacke. Sie sollen Ihre Jacke aufmachen oder ich mach das für Sie. Aha, da kommt ja sogar noch was. Da haben wir's doch. So, wir gehen jetzt mal schön aufs Revier und unterhalten uns. So, komm doch mal mit. Gott, Simon, Sims 2, wenn das in Umlauf geraten wäre. Fällt Ihnen das nicht schwer, wenn Sie da teilweise 12- oder 13-Jährige festnehmen müssen? Ja, freilich, das geht einem dann schon an die Nieren. Aber wissen Sie, ich sehe da auch gar nicht mehr den Menschen, ich sehe da nur den Verbrecher dahinter. Und da ist mir scheißegal, wie alt der ist, ob der ein kleines Mädchen ist oder was. Das sind Kriminelle. Und so muss man das sehen als Polizist, das können Sie den Job auch gar nicht machen. Du, weißt du, was mich mal interessieren würde? Wir reden doch die ganze Zeit davon, wie gefährlich diese Computerspiele sind. Klar. Hast du eigentlich schon mal selber eins gespielt? Gegenfrage. Bist du schon mal angeschossen worden? Nee. Aber trotzdem weißt du, dass Schusswaffen Menschen umbringen. Ja, klar. Na siehst du. Genauso ist es mit Computerspielen halt auch. Okay.
IEG 113 bekommen. 113 hier. 19 Mordverstärkung am Ilienstraße, bewaffneter Widerstand möglich. Ach, 113, wir sind unterwegs, Ende. Die Cops treffen als Verstärkung in der Tiefgarage eines Wohnsilos ein. Eine Patrouille hat einen verdächtigen Wagen bis hierher verfolgt. Okay, wie ist die Lage? Sie verladen. Zugriff! Was ist das hier? Es sind nur Zeitschriften! Nur Zeitschriften, was, ne? Nur Zeitschriften. Und was ist das? Was ist das hier, bitte? Hä? Abführen! Das hier, ja. Das hier ist der neueste Trick. Die schießen ihre Ware in ganz normale PC-Zeitschriften ein. Da steht dann irgendwie Antivirensoftware, Windows-Update oder so ein Zeug. Ja? Dabei, wenn du hier die DVD einlegst, hast du ratzfatz Spiele auf dem Rechner. Also im Prinzip kämpfst du gegen Windmühlen. Was wir da aus dem Verkehr ziehen, das ist eine Woche später, ist das in doppelter Menge wieder da. Ja? Also die 3 Tonnen Datenträger, die wir jeden Monat auf dem Marienplatz verbrennen, das ist nix, das ist ein Krümelchen im Vergleich zu der Ware, die da rumgeht. Ja? Das kommt aus dem Internet, das kommt aus dem Ausland, da kommen wir gar nicht ran. Ach, guck mal. Was muss diese Demo sein? Ey, sowas macht mich traurig, ey. Ich meine, das ist doch zu deren Besten, dass die nicht spielen können. Wir schützen die doch. Und dann erlaubt unsere Demokratie sowas. Ich könnte da kotzen. 14 Uhr. Die beiden Fahnder besuchen eine Münchner Berufsschule, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Wie sich die Jugendkriminalität seit dem generellen Computerspieleverbot entwickelt hat, zeigt diese Grafik. Gut, da ist die Spielekriminalität jetzt nicht mit drin, wäre die eingerechnet, sähe das Ganze so aus. Wir haben da mal ein paar Beispiele mitgebracht, damit ihr solches Zeug in Zukunft erkennen und vermeiden könnt. Ich gebe dir einfach mal rum. Warum müssen solche Spiele verboten werden? Ganz einfach, weil sie unweigerlich zu 3 Konsequenzen führen. Vereinsamung, Amoklauf und generell Verblödung. So ist es. Dieses Verbot ist keine Schikane. Der Staat muss sich nur vor denjenigen seiner Bürger schützen, die ihn bedrohen. Damit schützt der Staat doch euch alle. Richtig. So, gibt es dazu noch Fragen? Ja. Ja, bitte. Haben Sie denn schon mal selbst ein Computerspiel gespielt? Ich antworte mit einer Gegenfrage. Bist du denn schon mal angeschossen worden? Ja, von einem Spielefahnder. 17 Uhr. Die Spielecops überprüfen ein verdächtiges Jugendheim. Auf, du Kerl! Was ist hinter dieser Tür? Ich sagte, was ist hinter dieser Tür? Das ist eine Abstellkammer. Und warum ist sie abgeschlossen? Keine Ahnung, da war seit Jahren keiner mehr drin. Kann man die doch vielleicht mal aufschließen? Wir haben den Schlüssel nicht. Volltreffer. Ach was, nee. Pro Evolution Soccer. Schau's an, Ergebnislisten, Aufstellungen, Turnierpläne. Illegale Wettkämpfe. Ist aber schämt ihr euch eigentlich nicht? Wisst ihr denn, ist euch denn alles scheißegal? Wisst ihr eigentlich, dass ihr der Anrichtet in euch und in euren Kumpels? Wie euch kaputt macht mit dem Scheiß? Ich kriegen die das nicht. Ist doch nicht wert. Ja, aber hey, Mann, das ist auch euer Leben, das ihr da verpusht. Das soll jetzt selber sehen, wie aus der Scheiße wieder rauskommt. Ganz ruhig, ganz ruhig. 10 Jahre bis lebenslänglich, sagt der Herr Staatsanwalt. Ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Das sind Spinner. Da machst du dich kaputt, wenn du in deren Köpfe rein willst. 19.20 Uhr. In einer Wohnanlage sollen Spieler gesehen worden sein. Keiner da. Sind wir ausgeflogen. Lass uns mal ins Haus rumschauen hier. Du, ey, ich glaube da hinten ist gerade aus dem Fenster gefallen. Komm mal mit. Oh, hey. Hey, steh mal! Junge! Wollt ihr? Ich hab nichts gemacht! Ja, wohl nur schön joggen gewesen, was? Jetzt gehen wir mal schön zusammen ins Haus und schauen uns da drin ein bisschen um. Ey, ihr könnt mir gar nichts, ihr Kackboons, ihr Trashmobs, ihr SV Cheats 1! Ja, wir hatten das ja auch schon, dass sie versucht haben, uns auf die Köpfe zu springen, ne? Und manche haben so Plastikschwerter, machen dann so wusch, wusch Geräusche dabei. Einer hat mich mal mit Kloplöppeln beschossen. So, mein Freund, warum bist du weggerannt, hä? Was hast du zu verbergen? Was ist denn das hier? Sag mal hier. Oh mein Gott. Ah, man rechnet ja mit vielem. Aber das Elend, was du da jeden Tag siehst, ja. Ey, das geht an die Substanz. So,
Oh Gott, ich kann das nicht mehr sehen. Was ist denn komm, das? Komm mal, Kamera raus. Das muss doch nicht sein. Das ist nicht. Mann, ich mach die doch nicht raus. Oh Mann, das ist doch nicht sein. Wir werden ja immer wieder gefragt, warum macht ihr das eigentlich? Das sind ja nur Spiele. Ey, ich sag dann immer, wenn ihr sehen könntet, was ich jeden Tag sehe, ja, dann müsstet ihr euch eigentlich fragen, warum macht der Staat nicht noch viel mehr dagegen? Ja? Könnt ihr ja froh sein, dass es uns gibt. 21 Uhr. Für die beiden Spielejäger geht ein kräftezehrender Tag zu Ende. Und feiern, jetzt ausspannen? Ja, jetzt hau ich mich erstmal aufs Sofa, schau mir noch einen schönen Spätfilm an. Und Sie? Ich weiß noch nicht, wahrscheinlich fahre ich im Wald ein bisschen rumballern einfach und dann gehe ich ins Bett. Oh, gute Idee. Ne? Ja.